Pferdetierarzt Dr. Kai von Langsdorf füttert seit circa 2 Jahren seine Pferde mit Heu-Toys. Wir haben ihn besucht. Mein Name ist Kai von Langsdorf, komme aus Biberach und habe eine tierärztliche Praxis für Pferde. Und wir treffen uns heute hier, um irgendwas um das Heu-Toy herauszufinden, warum wir das genommen haben und warum ich das gewählt habe. Der erste Grund war eigentlich, dass die Pferde beschäftigt sind. Dass sie das Heu nicht so schnell aufnehmen können, dass sie möglichst wenig Phasen haben, wo sie nur in der Box stehen, ohne Beschäftigung. Des Weiteren hat das Heu-Toy große Vorteile, finde ich, dass ich nicht auf dem Boden füttern muss und deswegen auch weniger Verunreinigung habe. Also viele meiner Kunden machen das auch, die füllen das mit Heu und übergießen da richtig mit dem Wasserschlauch, mit Wasser stark befeuchten, was natürlich auch ideal ist, klar. Du kannst es dann aufhängen, es tropft nach unten ab. Ja. Das Heu liegt nicht in seinem eigenen Sud, vor allem im Sommer, sodass wir da bakterielle Verunreinigung haben können. Ich persönlich mache es jetzt gerade bei ihm, das ist ein Heustauballergiker, da muss ich sagen, mit Heu-Toy deutlich besser. Ich komme ohne Cortisone aus, ja, seitdem wir das haben. Ab und zu brauche ich zwar mal ein Mentipulmin, um die Lunge wieder ein bisschen freistellen zu können, aber generell haben wir da schon auch von Kundschaft eine sehr positive Resonanz. Auffallend ist auch ganz interessant, wenn die Eingewöhnungsphase mal vorbei ist, dass die Pferde das schon eigentlich eher bevorzugen, aus dem Heu-Toy zu fressen. Ich habe öfters mal auch das Heu-Toy eingehängt und auch am Anfang auch gerade Heu auf den Boden gelegt, damit sie es leichter haben mit der Aufnahme. Und die bevorzugen dann zum Großteil, dass sie direkt an das Heu-Toy gehen, bevor sie eigentlich auf das, was eigentlich einfacher ist, am Boden liegende Heu gehen. Dadurch, dass es immer schwieriger geworden ist mit dem Füttern, finde ich jedenfalls, mit diesen großen, mit den Rundballen oder mit den großen Ballen, kann man sehr schwer abschätzen, wie viel Kilo kriegen sie eigentlich. Wir wissen, was ein Heu-Toy wiegt. Und haben eine Heuwaage hängen und dann kriegen die ihre 4 Kilo, 3 Kilo, 2 Kilo, das Pony, je nachdem, zugefüttert. Wenn man mal auch das Gefühl dann hat oder weiß, wie viel reingeht in Heu-Toy, dann muss man auch nicht immer wieder abwiegen. Was sehr, sehr gut ist beim Heu-Toy, ist diese Förderung des Spieltriebs. Und jedes Pferd hat verschiedene Techniken, mit der er arbeitet, wie er am besten das Heu nachbekommen wieder, dass es etwas nach unten rutscht. Wenn die fressen, dann haben sie irgendwann am Anfang eine Kuhle drin und dann kommen die nicht mehr richtig nach. Ja, da verzweifeln sie am Anfang ein bisschen. Aber die entwickeln dann eben diese Technik. Einer packt es oben am Rand, hebt es nach oben, lässt es nach unten fallen, dass es nachrutscht. Der andere nimmt das ganze Heute, schleudert es ganz hoch in die Luft, dass es nach unten knallt. Ja, das ist übrigens dieses Thema Geräuschentwicklung. Wobei sich die Pferde sehr, sehr gut daran gewöhnen. Im Unterschied oft zu den Menschen, die am Anfang oder auch hier bei mir zu Besuch kommen mit ihren Pferden. Es ist auch immer wieder erstaunlich zu sehen, dass die Besitzer ziemlich stark erschrecken, wenn die Heu-Toys an die Boxenwände knallen, die Pferde aber relativ cool und gelassen damit bleiben. Auch unsere alte Zuchtstute, die sehr eigen ist, ein schwieriges Pferd ist, ich sag mal einfach mal, sehr introvertiertes Pferd eigentlich ist, hat dieses Heu-Toy so super angenommen. Viele unserer Pferde haben das Heu extrem verteilt in der Box. Da haben wir jetzt noch Stroh, jetzt haben wir eigentlich überall Späne drin, aber auch bei den Späneboxen, die haben das untergearbeitet. Teilweise war das Heu auch verkotet und sie haben es nicht mehr gefressen, wir hatten sehr viele Verluste. Und das Heu wurde natürlich auch sehr stark verunreinigt dadurch. Wir brauchen diese langen Fresszeiten. Ja? Die Pferde müssen einfach lange beschäftigt sein und natürlich die schnelle Aufnahme von Heu. Die schnelle Aufnahme generell von Nahrung belastet den Magen natürlich sehr stark, den gesamten Verdauungsapparat, und dadurch haben wir immer eine erhöhte Gefahr bei schneller Aufnahme von Koliken. Das ist natürlich hier ganz klar optimiert. Ja. Am Anfang hatte ich Befürchtungen gehabt, dass die mit den Beinen reingehen, das muss ich schon sagen. Weil das erste Mal mir das angeschaut, hatte ich schon Angst gehabt, oder auch, dass sie mit dem Kopf stecken bleiben. Es ist bisher nichts passiert. Der Vorteil ist an diesen, gerade an den Öffnungen, dass die so klein sind am Heu-Toy, dass auf jeden Fall hier nichts passieren kann, dass sie mit dem Huf einhaken können. Das ist schon mal ganz wichtig. Ja, also wir haben de facto keinerlei Probleme mit Verunreinigungen drin, wirklich nicht. Wir schauen sie innen rein, die sind sauber, wir tun sie nicht desinfizieren, es besteht auch kein Grund dafür. Ja. Sollte es verunreinigt sein, lässt sich die Oberfläche bestimmt gut desinfizieren. In großen Beständen wie Reitvereinen als Einsteller oder mit wechselnden Kundschaften oder wechselnden Pferdenpopulationen da drin, ist es natürlich absolut zu empfehlen, dass jedes Pferd sein eigenes Heu-Toy hat. Je freier das Heu-Toy sich bewegen kann, umso besser. Sie sehen also auch vom Genick, das Pferd muss immer nachgehen, das Pferd ist ständig in Bewegung. Ja? Und so bekommen wir also keine starre Haltung vom Pferd.
Das ist ja oft bei vielen auch die Diskussion gewesen, wenn man auch teilweise manche Raufen empfohlen hat, dass manche Angst haben, die haben immer die gleiche Haltung, sie bleiben immer in der gleichen Stellung und fressen. Aber hier muss das Pferd sehr mobil bleiben, aufgrund der Eigenbewegung natürlich hier vom Heu-Toi. Ja. Fassen wir also zusammen. Die Fressdauer ist beim Heu-Toi durch die individuell verstellbaren Bodenlamellen steuerbar. Das Heu wird nicht verunreinigt und liegt nicht im eigenen Sud. Heu-Toi ist besonders gut für Heustauballergiker geeignet. Je nach Pferd kann die Eingewöhnungsphase bis zu einer Woche betragen. Hinweise zur Eingewöhnungsphase finden Sie auf heutoi.de. Die Pferde fressen nach einiger Zeit lieber aus dem Heu-Toi als vom Boden. Mit Heu-Toi und Heuwaage lässt sich die Heumenge sehr genau bestimmen. Heu-Toi fördert den Spieltrieb und wird schnell angenommen. Heu-Toi ist gut auf Spänen. Durch Heu-Toi werden Heuverluste verhindert. Die verlängerten Fresszeiten helfen, Koliken zu verhindern. Bei sachgemäßer Aufhängung ist ein Verhaken praktisch unmöglich. Das Heu-Toi ist leicht desinfizierbar. Wenn Sie das Heu-Toi frei aufhängen, fördert das auf jeden Fall die Mobilität Ihres Pferdes. Heu-Toi, natürlich gesund.